Die kleine Stadt war für ihren malerischen Charme und ihre freundliche Gemeinschaft bekannt. Jeder kannte jeden und es war ein Ort, an dem nie etwas Außergewöhnliches geschah. Das änderte sich jedoch, als an einem Tag 50 Katzen aus ihren Häusern verschwanden. Wochenlang hatten die Bewohner nach ihren geliebten Haustieren gesucht. Flyer wurden aufgehängt und Suchtrupps wurden organisiert, aber niemand konnte eine Spur der verschwundenen Katzen finden. Es dauerte einen Monat, bis etwas Seltsames geschah. Eine der Nachbarinnen, Frau Jenkins, bemerkte einen merkwürdigen Geruch, der aus dem Nachbarhaus kam. Der Geruch war überwältigend und es war klar, dass etwas nicht stimmte. Sie alarmierte die Behörden und sie eilten zum Ort des Geschehens. Als sie das Haus betraten, fanden sie etwas, das die ganze Stadt erschütterte. Der Keller war mit 50 Katzen gefüllt, die alle tief schliefen, als wären sie mit Schlaftabletten betäubt. Die Behörden realisierten schnell, dass jemand den Katzen große Mengen Schlaftabletten verabreicht und sie im Keller eingesperrt hatte. Aber wer würde so etwas tun? Und warum? Die Stadt war schockiert. Es war unvorstellbar, dass jemand so grausam zu unschuldigen Tieren sein könnte. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, aber es schien, als ob der Schuldige in Luft aufgelöst wäre. Tage vergingen zu Wochen und die Stadt kam nicht näher daran, herauszufinden, wer diese abscheuliche Tat begangen hatte. Doch dann kam der Durchbruch. Einer der Nachbarn hatte eine Überwachungskamera auf seiner Veranda installiert und hatte Aufnahmen von einem verdächtigen Auto, das in der Nacht des Vorfalls vom Haus wegfuhr. Es war zwar eine kleine Spur, aber genug für die Behörden, um den Besitzer des Autos zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass der Täter ein Mann war, der kürzlich in die Stadt gezogen war. Er hatte eine Vorgeschichte von Tierquälerei, von der jedoch niemand wusste. Er nahm die Katzen, fütterte sie mit Futter, das Schlaftabletten enthielt, und sperrte sie als kranke Form der Unterhaltung im Keller ein. Der Mann wurde verhaftet und wegen Tierquälerei angeklagt, und die Katzen wurden mit ihren Besitzern wieder vereint. Es war ein glückliches Ende einer schrecklichen Geschichte, aber die Stadt würde den Horror, der stattgefunden hatte, nie vergessen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.